Jo, grüß euch alle miteinander. Jo, diesmal geht es um diese One Stick Fire Challenge. Die hat ja da der Überlever damals, Kanalüberlever, glaube ich, heißt der, ja, ins Leben gerufen. Kanal verlinke ich euch unten. Dann hat mich der Plan C wie Chaos hat mich nominiert. Vor 3 Monaten schon. Heute ist endlich einmal soweit. Und auch die Buschkraft-Melli hat mich in der Zwischenzeit noch nominiert. Und heute werden wir das einmal versuchen, dass wir das in Kosten bringen. Es ist waschelnass alles, ihr seht, es ist wirklich alles nass. Also ich bin da auf einem Star, ich habe mir da ein paar Blauen untergelegt. Ich werde auch nur wirklich ein kleines Feierl machen, weil du gar nicht weißt, gut was für einen Aufwand treiben. Ja, es wird bei mir nicht irgendwelche Besonderheiten erleben, das ist, wie es alle anderen gemacht haben. Ich habe mir da ein Stückchen trockenes Holz gesucht, habe mir Wasser geschnitten, einen Knüppel zum Schlagen, habe mein Messer, die habe ich natürlich mit einer Säge zugeschnitten, ist erlaubt. Und als Zundermaterial werden wir da ein paar Feuerlocken rausmachen, so Zunderlöckchen, dass wir das entzünden können, ein Feuerstall, also wie gesagt, das wird nichts, weiß gut was Besonderes sein. Ich hoffe, dass das Holz geht. Wir werden da mal so, da haben wir ein bisschen auf Zeiten. Wir werden da mal ein bisschen Patronen. Ja, ich denke, das ist trocken. Man sollte da verschiedene Größen von Holz herrichten. Ich glaube, das wäre mal der Sporn. Schauen wir mal, das brennt. Und ich denke, das wird dann vielleicht die Challenge auch geschafft haben. Oder auch nicht. Das sind dann andere entscheiden. Jetzt sollte man verschiedene Größen machen, dass wir das entzünden können. Ich schneide absichtlich das Video nicht, ich lasse das in einem durch. Manche Stellen lasse ich vielleicht ein bisschen schneller vorwärts rein, aber so, da machen wir noch mit 2 draus. Man sollte dann verschiedene Größen machen. Ich sage einmal, das war jetzt die größten zum drauflegen, das sind die ein bisschen kleineren. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da ein bisschen ein paar Locken oder was zusammenbringen. Und die machen wir gleich aufs Blau, wo wir sie entzünden können. Ja, so zum der Locken-Weltmeister bin ich nicht, weil normalerweise nehme ich mir sowieso immer Anzündhilfe genug mit. Ich mache das. 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 Ich mache das
So, da wird man dann die ein bisschen größer ein. Ganz große. Ja, unser Zwischending. Und ob das jetzt auch was bringt, ob wir da jetzt was zusammenbringen, schauen wir mal. Fast, aber fürs Faste gibt es nichts. Ja, es ist einfach nur zu grob einfach. Ja, Freunde, so wird das nichts. Das funktioniert so nicht. Mit den Blauen ist das auch zum Kotzen. Da ist alles waschelnass. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, leider nein. Das war's nicht. Ja, das ist leider in die Hosen gegangen. Das mag mich nicht. Ich muss auch gestehen, die Vorrichtung war nicht optimal. Ja, ich gebe jetzt quasi wie an. Ich sage ganz einfach, die Challenge ist nicht geschafft. So ehrlich muss man halt einmal sein. Ja, hat nicht sein sollen. Ist halt so. Mich freut es jetzt gar nicht mehr weiter tun. Es ist einfach alles noch zu nass. Ja, ich bin das auch nicht gewöhnt, dass ich so viel. Ich habe mein Zundermaterial sowieso immer dabei und ja. Ich glaube, man muss so ehrlich sein, muss man es einmal eingestehen, dass es nicht funktioniert hat. Und in dem Sinn gebe ich quasi wie auch und wie fürs Handtüchel. Ist halt so. Ich sage trotzdem an dieser Stelle, danke fürs Nominieren für alle. Wie gesagt, ich habe das Hangerl einfach geworfen. Ist halt so. Muss man sich einmal eingestehen, dass einmal was nicht glaubt. Wir sind ja alle kein Weltmeister. Und in dem Sinn. Ich sage nochmal, danke an alle fürs Nominieren. Ich werde gar keinen weiter nominieren, weil ich gar nicht weiß, wer schon alle nominiert worden ist oder wer noch alle drankommt. Und in dem Sinne sage ich aber trotzdem danke dazu und wünsche euch noch was. Ciao, Freunde.